Wir sind auch für die boulevardesken Themen bekannt, denn mein Freund, unser Freund muss man sagen, Michael Wendler hat es nach einer Odyssee durch Mexiko endlich wieder nach Hause geschafft, nach Fort Myers, da wo er wohnt, nach Florida, hat gleich wieder ein cooles Foto gepostet, muss man sagen. Ja, tolles Foto. Ich frage mich nur immer, wie solche Fotos von außen aussehen. Da steht jemand mitten im Wohnzimmer und hält sie so. Ja, die Pose hat er aber auch schon. Wir kennen ihn und wir könnten nicht anders, von daher. 14 Mal haben wir diese Pose schon gesehen. Immer wieder gut, immer wieder geil. Das ist eigentlich die typische Frauen-Influencer-Pose. Ja, er ist aber auch ein geiler Influencer. Er hat Style, er hat Money, er hat wirklich alles, was man braucht. Und vor allem, er hat ein neues Boot. Das habe ich jetzt unter der Woche gesehen, am Wochenende. Gab's so einen Ausflug. Laura und Wendler, die beide haben sich das gekauft, glaube ich. Ne? Und Laura hat das auch gefilmt auf ihrem Account. Hier sehen wir erstmal, stopp mal ganz kurz. Das ist seine Tochter gewesen, Adeline. Und hier, we bought a new boat, our new boat. Ja, können wir weitermachen? Dann sehen wir erstmal, wie geil die da auf diesem Boot abfeiern. Da ist ja richtig was los hier. Michi ist auch gut drauf. Und da muss ich allerdings sagen, stopp hier an der Stelle. Was ist denn das? Ist das, was ist das? Eine Badehose? Ein Hauch von einer Badehose. Das ist wirklich so eine, also das ist, sage ich mal, also mit der Badehose geht nicht. Ist mein Gefühl jetzt einfach als Modeikone hier in Deutschland. Ja, aber gut, wir gucken uns einfach mal weiter an. Da kommt ja sicherlich noch ein bisschen mehr, weil er so ganz cool auch abdanced und sowas halt. Ist übrigens auch das Philipp Plein-Shirt, was er anhatte in dem Schatzi-Video. Hat er da zu Hause liegen gelassen und so. Und die sind so cool auf diesem Boot, muss man sagen. Und jetzt im nächsten Video geht's weiter. Jetzt wird das Boot noch viel größer. Hier bei Laura. Stopp, hier sehen wir schon. We have a Yacht. Jetzt haben sie schon eine Yacht. Das ist ja auch falsch gefilmt. Das ist ja vom Dach gefilmt. Das geht ja unten weiter, die Yacht. Also noch zwei Stories weiter, dann sind sie auf der MS Europa. Wird ja immer geiler. Mein Gott. Ja, hatte sie halt vertippt. Lass die arme Laura doch endlich mal in Ruhe. Ja, ich mach mal weiter hier. Da sieht man ja erstmal, wie geil die da abfeiern. Hier. Bring on me, me, me. Ariana Grande ist das, glaube ich, mit Lady Gaga. Aber sie ist nicht ganz lippensynchron, ne? Hier mit dem. Was sagt sie eigentlich? Sagt sie Brain on me? Nein, Brain. Rain? Für mich sagt sie Brain on me. Für mich sagt sie Brain on me. Und jetzt geht's ja weiter hier mit Schatzi und so. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, wie cool er da steht. Ne? Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und stopp, was ist hier? Was ist jetzt hier los? Jetzt hat er die Hose komplett ausgezogen oder was? Was ist denn? Du, den Fahrtwind genießen vielleicht. Den Fahrtwind auch unten rum oder was? Das sieht ja aus, als wenn er... Einfach mal Frischluft. That's my man, I love you so much, baby. Hat einfach mal die Hose ausgezogen für Freude in dieser Riesenjacht. Ich denke nur, was das im Wind macht. Das ist auch als Boomerang geil. Zeig mal kurz, wenn man das so ein bisschen hin und her laufen lässt, das sieht ja wirklich schon, das hat schon eine gewisse Erotik, hat das, muss man ganz ehrlich sagen. Da wäre doch mal ein Boomerang richtig gut angebracht. Und wenn er schon auf diesem Boot ist, ohne welchen Song kommt er nicht aus? Natürlich, es gibt einen Song, den muss er direkt laufen lassen. Und du siehst so anders aus mit deinem blonden Haar. Ja, da. Oh, und die spielen das auch alle gut mit. Richtig gut. Die sind gut drauf. Gönne ich denen auch, was die wohl so denken, da die Leute, die da vorbeifahren. Wenn da Michael Wendler mit den zwei Mädels da langfährt. Was sollen sie sich denn denken? Ja, so schön, dass Papa mit den Teenies mal einen kleinen Ausflug macht, oder? Oh. Was denn? Oh. Ist Laura wirklich ein Teenager? Ja, natürlich ist sie ein Teenager. Das haben wir letztens geklärt. 19, sie ist 19. 19. 19. Und sie, die Tochter ist 18, also ein Teenager. Kann man machen, was man will. Aber ist ja schön, wenn man sich gut versteht und mit seinem Vater unterwegs ist. Ich weiß ja, wovon ich rede, denn ich habe ja auch coole Ausflüge gemacht mit meinem Vater.